Yo Leute, Dero ist am Start und herzlich willkommen hier in der MotoGP bei MotoGP 14. Heute wartet das Rennen hier auf uns am Red Bull Grand Prix. Ja, das ist der Red Bull Grand Prix of the Americas, ja, hier in Austin in Texas. Das Rennen wartet auf uns. Wenn ihr die Quali und das Training beim letzten Mal verfolgt habt, dann wisst ihr, dass wir von der Pole heute starten werden. Es war eine super easy Qualifikation, weil die KI wieder mal grottig schlecht unterwegs war. Ärgert mich immer noch ein bisschen, aber ja, was bringt es jetzt, sich aufzuregen? Da kann man wirklich nichts machen. So, wir springen direkt mal zum Rennen. Ja, weil das Warm-up, das schenken wir uns einfach, das brauchen wir nicht. Und ja, für uns ist das erstmal jetzt momentan, würde ich sagen, uninteressant. So, und jetzt schauen wir mal. So weiter geht es jetzt erstmal hier, das überspringen wir das Ganze. Schauen wir mal, der Reifen, den würde ich auf jeden Fall sagen, da werden wir einen harten aufziehen. Das müsste jetzt eigentlich übernommen haben. Ja, jawohl, hinten ziehen wir auf jeden Fall mal einen harten Reifen auf. Weiche Reifen, da glaube ich nicht, dass ich hier auf der Strecke mit wirklich lange zurechtkommen werde, beziehungsweise der lange halten wird. So, und jetzt hier, wir sehen es, wir starten, wie gesagt, von der Pole vor Marc Marquez und Dani Pedrosa, Lorenzo, Bradl und Rossi in Startreihe Nummer 2. Also ganz, ganz große Namen. Wir haben hier die Besten der Besten geschlagen, meine Teamkollegen von der 13 und von der 14. Wie gesagt, da sieht man mal normalerweise, wo wir stehen müssten in diesem Rennen. Aber weil die KI halt hier gerade in Sektor Nummer 1 sehr schwach unterwegs ist, ist es uns halt relativ einfach gefallen, hier auf die Pole zu fahren. So, die Ampeln sind an. Wir gehen in unser erstes Rennen von der Pole Position. Rennen Nummer 2 in der MotoGP ist unterwegs. Wir haben einen guten Start hingelegt. Das Motorrad bockt nicht auf. Ja, also es geht nicht vorne hoch. Und jetzt hier im direkten Duell gegen Marc Marquez, Dani Pedrosa und Valentin Rossi. Lorenzo und Marquez gehen da direkt mal vorbei. Da gab es einen Unfall. Nicky Hayden ist gestürzt, so wie es aussieht. Ihr seht es unten links eingeblendet. Und wir fahren jetzt 8 Runden. Oh Gott, 8 Runden nur. Okay, das ist wenig. Ja, dann sollten wir doch demnächst mal wieder auf 50% vielleicht gehen. Obwohl 8 Runden könnten hier auf dieser Strecke natürlich wieder länger sein. Dann wissen wir Bescheid. Also beim nächsten Mal wieder auf 50% Rennlänge. Dann entschuldige ich mich gleich schon mal. Ich dachte vielleicht 35 sind zwar ein bisschen weniger, aber nicht so viel weniger. Dann fahren wir beim nächsten Mal doch wieder die 50% Rennlänge. Wobei das ja dann heute bei diesem Rennen eigentlich gar nicht so schlimm sein dürfte, weil wir gleich, wenn wir gleich das nächste Mal, oh mein Gott, das nächste Mal durch Sektor Nummer 1 fahren, sprich diese S-Kurven, dann werdet ihr gleich schnell feststellen, dass wir die anderen abhängen werden ohne Probleme. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlimm, wenn wir hier heute mal nur 8 Runden Rennen fahren und dafür halt vorneweg. Ja, dann ist das nicht ganz so langweilig, weil es würde ja schon sehr, sehr langweilig, wenn wir jetzt wirklich hier 50% hätten, weiß ich nicht, wie viele Runden. Und dann fahren wir da ganze Zeit und fahren im Feld davon. Da müsst ihr gleich drauf achten. Wir werden auf jeden Fall gleich die anderen abhängen in Sektor 1. Finde ich eigentlich sehr, sehr schade, aber wie gesagt, da kann ich leider überhaupt nichts dran machen. Ja, was soll ich machen? Da müsste man, wie gesagt, auf einen Patch weiterhin von Milestone hoffen. Weil ich bin ja anscheinend auch nicht der Einzige mit diesem Problem. Ja, die KI fährt ja an sich gut, aber die ist einfach zu schwach. Die ist einfach zu schwach. Ja, die ist eigentlich sehr gut unterwegs, aber wenn man das Spiel ein bisschen raus hat, ja, wirklich die Fahrphysik im Griff hat und so weiter, dann ist das Spiel deutlich zu einfach. So, wir sind jetzt hier erstmal hinter Dani Pedrosa unterwegs. Hinter uns fährt, glaube ich, Valentino Rossi. Gerade in der zweiten Runde hinter uns Valentino Rossi. Und jetzt gleich werdet ihr sehen, werden wir Dani Pedrosa ohne Probleme wegfahren. Erstmal übernehmen wir jetzt hier die Führung in der MotoGP. Und jetzt gleich müsst ihr darauf achten, wir werden jetzt gleich, denke ich mal, ohne Probleme wegfahren. Es sei denn, man fährt jetzt hier so bescheuert wie ich. Und jetzt hier seht das jetzt gleich. Zack, ihr seht es schon. Upsala, da habe ich jetzt abgekürzt. Der Indikator hinter mir verschwindet, weil, wie gesagt, die KI hier, wir schauen mal kurz, seht ihr, was eine Lücke. Die KI fährt hier wirklich nicht sehr gut durch diese Passage. Ich habe die jetzt auch nicht ideal erwischt, ja, aber es reicht wirklich, um die KI hier auf Distanz zu halten. Gerade auch hier in dieser Bergaufpassage, die KI sehr, sehr schwach unterwegs. Und jetzt gleich müsst ihr mal schauen, was für einen Zeitabstand wir haben. Dann werdet ihr sehen, dass das, glaube ich, heute mal gar nicht so schlimm ist, wenn wir nur 2 von 8 Runden fahren, nur 8 Runden fahren, Entschuldigung, anstatt da die vollen 50%. Seht ihr das? Obwohl ich mich jetzt verbremst habe, da so ein riesen Vorsprung. Und ja, das würde ich jetzt leider, leider das ganze Rennen so durchziehen.
auch wenn wir jetzt hier gewinnen, wie gesagt, ich wollte lange rennen, aber das hätte wirklich hier heute keinen Sinn gemacht. Von daher ist das, glaube ich, echt wirklich nicht so schlimm, dass wir hier nur, glaube 35% sind fahren. Das ist, glaube ich, dann denke ich mal, heute noch vertretbar. Beim nächsten Mal, wenn es wieder eine andere Strecke ist, dann, ich weiß gar nicht, was da kommt. Könnte schon sein, dass Le Mans kommt oder Jerez. Genau, Jerez könnte kommen. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, obwohl wir schon so viele Saisons jetzt hatten, weiß ich es gerade nicht. Dann werden wir auf jeden Fall wieder die Rennen länger machen, weil so auf Strecken wie Jerez ist die KI deutlich besser wieder unterwegs. Ja, hier in Austin, in Texas, bräuchte die eigentlich mal dringend ein Update in Sachen Rennlinie, ja, dann, oder beziehungsweise Wegfindung, wie auch immer. Das wäre auf jeden Fall angebracht. Deswegen haben wir es ja heute noch ganz gut, dass wir nur 8 Runden fahren. Dann ist es nicht allzu langweilig, weil ich kann hier kein Renngeschehen heute kommentieren oder so. Nicht so wie in der letzten Folge, die war ja im Gegensatz dazu sagenhaft. Ich meine, das war Wahnsinn. Und wenn ich jetzt mal überlege, wir sind jetzt gerade mal bei einem Mittelteam, so sage ich mal. Ja, und jetzt gewinnen wir hier vielleicht schon unser erstes Rennen, wenn die Maschine das durchhält. Jetzt war schon wieder das Problem, dass der einfach wieder runtergeschaltet hat. Wenn die Maschine das durchhält und wir keinen Bock missbauen, außer halt das, wenn der so unerwartet runterschaltet, dann nehme ich natürlich eine Rückblende, weil, ja, das kann ich leider, das merke ich nicht. Ich merke das nicht, plötzlich wird dann halt runtergeschaltet, wenn ich es gar nicht vermute oder beziehungsweise immer dann, wenn ich gerade wieder aufdrehen möchte. Und dann dreht der Reifen natürlich wahnsinnig durch, weil die Drehzahl plötzlich einfach heftig krass wieder in den Himmel steigt. Ja, und dann ist natürlich klar, was passiert, die Reifen drehen durch. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg in Runde Nummer 3, beziehungsweise wir sind ja schon in Runde Nummer 3. Boah, es fährt sich gerade sehr, sehr komisch. Und ja, wir haben noch 5 Runden vor uns. Ihr merkt jetzt schon, dass es vielleicht sehr langweilig wird. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Leute. Es tut mir leid, aber es macht nichts. Wir sind jetzt auf dem Weg hier zum Sieg. Schon das zweite Rennen direkt in der MotoGP haben wir gewonnen. Ich kann mich ehrlich gesagt leider gar nicht so wirklich darüber freuen, weil ihr seht, 3,3 Sekunden. Das ist schon sehr, sehr heftig. 3,3 Sekunden. Das schafft, glaube ich, selbst Marc Marquez in seinen besten Tagen nicht, von Runde 1 an so krass davon zu fahren. Schade eigentlich. Schade. Ich könnte wirklich mich jetzt noch eine Stunde drüber ärgern, aber es bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts. So, jetzt habe ich eine Warnung bekommen, weil ich abgekürzt habe. Ja. Ich weiß gerade auch gar nicht, was ich sagen soll. Also, wir hatten das zwar in der Moto 2 schon, aber nicht nach einer Runde. Also, das ist schon heftig. Das ist wirklich schon heftig und ich hätte nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass das schon im zweiten Rennen direkt mir sowas passiert, dass wir schon so weit wegfahren oder beziehungsweise den anderen so weit davonfahren mit so einem riesen Abstand. Ich bin jetzt auch nicht wirklich gut unterwegs, ja, ich fahre jetzt hier keine Bestzeiten oder so. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es so ist. Die Hälfte des Rennens ist rum und wenn ich ehrlich bin, sehne ich gerade die Zieleinfahrt herbei. Ja, das wäre jetzt eigentlich das Beste, was passieren kann, wenn das Rennen jetzt plötzlich beendet werden muss, ja, die Runden egal sind und die Ziele bzw. das Ergebnis aus der aktuellen Positionsreihenfolge genommen wird. Da hätte ich jetzt überhaupt nichts dagegen, ja, weil ich fahre auch gerade total daneben. Das ist auch einfach, weil ich die Strecke nicht mag. Ja, mit dem MotoGP-Bike finde ich sie sogar noch schwerer zu fahren. Mit den Moto2-Bikes habe ich mich hier sehr wohl gefühlt und mit der Moto3 sowieso. Aber mit den MotoGP-Bikes, ich weiß nicht, ist sehr komisch zu fahren. Auch das hier, also da hat man immer das Gefühl, gleich stürzt man. Das ist schon sehr, sehr grenzwertig, weil das sehr, sehr steil ist da alles. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Spiel liegt. Also diejenigen, die die Strecke da designt und entwickelt haben, beziehungsweise ins Spiel gebracht haben, ob das vielleicht daran liegt, dass sie diese Hügel, die da sind, ein bisschen krass gemacht haben. Das weiß ich leider nicht. Oh, jetzt fange ich... Oh mein Gott, schon an zu gähnen. Ja, schon. Ich fange schon an zu gähnen. Gähnen. So, das Rennen ist gleich vorbei. Wir haben die Hälfte des Rennens hinter uns und wir haben einen Mörderabstand. Wenn man mal auf die Streckenkarte schaut, das ist sehr, sehr brutal. Ein sehr einsames Rennen. Das haben wir im Grunde alles nur Sektor 1 zu verdanken. Ja, und auch vielleicht noch einen Teil von Sektor 2. Also das Stück gerade und diese scharfe Linkskurve, wo auch so eine Senke ist in der Kurve. Die Fans, die jubeln mir schon zu. Ja, im Grunde können sie es auch machen, weil das Rennen ist fast vorbei. Ja, was bin ich froh, dass ich hier heute nur 35% ausgewählt habe. Weil ich glaube, sonst wäre das hier eine sehr, sehr öde Nummer gewesen. Das wäre wirklich sehr bitter. So, jetzt hier schön raus beschleunigen.
wunderbar. Rechts steht leider noch Warnung. Ja, wegen einer Verwarnung, weil ich eine habe. Eigentlich könnten sie das nach einer Zeit wieder ausblenden. Gut, machen sie aber nicht. Warum auch immer. So, jetzt vorsichtig hier nochmal rum. Sehr schön. Streckenrekord, also Rundenrekord haben wir jetzt hier auch schon aufgestellt. Ja, die Strecke ist auch insgesamt, finde ich, sehr langweilig designt. Hat keine Besonderheiten irgendwie. Nichts Innovatives, nichts, wo man sagt, ja, sehr nice. Ich finde, die fährt sich sowieso generell sehr abgehackt. Ich mag die Strecke nicht. Die ist sehr langsam. 2 Minuten pro Runde. Finde ich schon ein bisschen lang sogar. Ja, ist schon nicht meins. Ich mag nicht diese langen Strecken. Ich kann damit nicht viel anfangen. 2 Minuten pro Runde ist mir schon zu lang. Außer man fährt es natürlich jetzt, wenn man mal absieht. Ja, auf der Nordschleife oder so. Da ist es normal. Da fährt man eine lange Runde. Aber so bei Sprintrennen, gerade jetzt auch die MotoGP ist ja auch ein Sprintrennen, kann ich solche langen Strecken, außer jetzt natürlich Nordschleife, Spa, Francorchamps, wenn ich da jetzt mal überlege, kann ich nichts abgewinnen, außer halt, wie gesagt, Nordschleife, Spa, Francorchamps, solche Strecken halt. Und Le Mans, natürlich beim 24-Stunden-Rennen, ganz klar, da finde ich das auch vollkommen gut. Aber bei einem Sprintrennen, solche langen Runden finde ich ehrlich gesagt nicht so toll, weil das zieht sich einfach unnötig in die Länge. Ja, bis man da mal eine Runde absolviert hat, da fühlt man sich immer wie, oh, ich weiß es gar nicht, da habe ich immer das Gefühl, ich bin Ewigkeiten unterwegs, bis ich hier mal eine Runde abgeschlossen habe. Jetzt haben wir gerade mal gleich die 6. Runde und da müssen wir noch 2-mal diese Strecke hier absolvieren. Und das mit einem Wahnsinnsvorsprung. Schaut euch das mal auf der Karte an. Also wir fahren hier wirklich ein ganz, ganz einsames Rennen. Es hat sich ja wieder schon mal wieder abgezeichnet in der Trainings- bzw. Quali-Session. Das habe ich ja schon befürchtet, ich habe es ja schon gesagt. Leute, ich befürchte, das Rennen, das wird hier zu einfach. Ja, und leider wird es das auch. Schade eigentlich. So, Runde 6 von 8. Noch 2 Ründchen jetzt zu fahren, beziehungsweise die 6., die 7., die 8., also im Grunde sind es ja noch 3 Runden. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das Rennen hier beendet haben. Also es ist, oh Mann, es ist gerade nicht so einfach hier sich zu konzentrieren, die Nerven zu behalten, weil es halt sehr monoton hier gerade alles ist. Ich kann euch auch gerade nichts erzählen, außer dass ich hoffe, dass das nächste Rennen wieder besser wird. Dürfte das Rennen, glaube ich, in Jerez werden. Danach geht es, glaube ich, nach Argentinien, wenn ich mich nicht irre. Oder es geht jetzt erst nach Argentinien und danach nach Jerez. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Da müssen wir auf jeden Fall mal nach dem Rennen schauen in unseren neuen Truck. Ja, auf unseren niegelnagelneuen Kalender. Ist jetzt ein Profikalender hier. Ne, also schon eine schöne, Mann, schon eine schöne Sache. Ja, und selbst wenn ich jetzt nicht die Rückblende benutzen würde, würde ich hier, oh mein Gott. Was soll ich dazu noch sagen? Selbst wenn ich jetzt, ihr seht es, also auch wenn ich hier nicht die Rückblende benutze, und ich bin gerade echt angepisst so ein bisschen von dem Spiel, selbst wenn ich hier nicht die Rückblende benutze, übernehme ich hier weiterhin, oder ja, habe ich hier weiterhin noch die Führung ohne Probleme. Also das ist auch ein bisschen schade, jetzt sind sie da hinten schon so ein bisschen zu sehen. Ich glaube, ihr konntet das jetzt nicht erkennen, es sei denn, ihr guckt im Vollbildmodus. Ja, aber es sind immer noch 4,4 Sekunden. Dani Pedrosa hinter mir. Uiuiui. Ja, das ist wirklich gerade arschlangweilig, Leute. Ich weiß ehrlich nicht, was ich sagen soll. Es ist arschlangweilig. Da gibt es auch nicht viel zu erzählen. Am liebsten würde ich jetzt Pause machen, Rennen beenden. Würde ich jetzt am liebsten machen, weil im Grunde finde ich es scheiße, wenn wir so uns Punkte holen. Im Grunde gehe ich dann lieber leer aus, als wie mir so Punkte einzufahren, weil im Grunde habe ich ja gar nichts geleistet. Ja, ich fahre hier nicht wirklich gut. Ich, ja, habe im Grunde nur einen Sektor, den ich kann. Das ist Sektor Nummer 1 und ein Teil von Sektor Nummer 2. Und vielleicht hier noch diese vorletzte Kurve, die erwische ich immer ganz gut. Aber das war es dann auch schon. Ja, selbst hier jetzt wieder so krass über den Körper hinausgeschossen. Also wirklich gut unterwegs, sieht glaube ich anders aus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf die vorletzte Runde hier bereit. Und dann haben wir es schon fast geschafft, dann haben wir es überstanden. Weitere 5 Minuten haben wir jetzt hier in diesem Rennen totgeschlagen. Also es ist wirklich hier ein Totschlagen der Zeit. Oh Leute, das gibt's doch nicht. So, jetzt wird es nochmal spannend, jetzt kommt Dani Pedrosa und Co. jetzt nochmal ran hier. Aber ich glaube auch, das bringt nichts, denn jetzt sind wir direkt wieder im ersten Sektor. Ich höre schon wieder die Motoren von denen. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt fahren wir hier nur einmal gut durch. So. Jetzt schaut gleich mal auf die Streckenkarte, was für eine Lücke sich da gleich wieder auftun wird. So, wunderbar.
mehr als gut erwischt hier. Zack. Jetzt schaut mal, schon wieder 2,4 Sekunden. Das ist echt einfach zu viel. Das ist einfach zu viel des Guten. Das darf eigentlich nicht sein. So, jetzt auch hier wieder, zack, den kann ich mit Vollgas. Auch da bremsen die KIs immer ab. Wie gesagt, es sind sehr viele Kleinigkeiten hier auf der Strecke, die summieren sich dann aber, ja. Und dann sieht man mal, was für ein Wahnsinnsabstand dabei rauskommt. Auch wenn er hier jetzt so durchdreht, das Motorrad, und einmal vollkommen in den Himmel steigt. Ja, einmal so einen fetten Wheelie hinlegt. Ändert nichts an der Tatsache, dass es einfach hier in diesem Rennen viel zu einfach ist, die KI in, auf dieser Strecke generell, sei es Moto 3, Moto 2 oder auch MotoGP. Ich hatte gehofft, vielleicht ist das in der MotoGP nicht ganz so krass, dass das halt nur ein Bug ist in der Moto 3, in der Moto 2. Aber anscheinend greifen die KIs alle, egal aus welcher Rennserie, alle auf dieselbe KI, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, KI-Datei oder KI-Intelligenz oder Fahrlinie. Ich glaube, alle auf dieselbe Fahrlinie und Fahrzeiten, ist ja dann egal, aber greifen die alle auf dieselbe Fahrlinie zu. Und deswegen kommt das, denke ich mal, zustande, dass die KI da so schlecht ist. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz fetter Bug in dem Spiel. Und der sollte eigentlich behoben werden. So, auf geht es jetzt in die letzte Runde. Dann haben wir es endlich geschafft. Das hört sich jetzt traurig an, ist aber so. Das Rennen hat keinen Spaß gemacht, die ganze Folge heute hat keinen Spaß gemacht. Ich kann es verstehen, wenn ihr heute mal negative Kritik oder negative Kommentare rauslasst. Kann ich verstehen, aber bitte seht es nach, da kann ich wirklich nichts für, wenn die KI hier so grottig fährt. Ich habe mir meinen ersten Sieg in der MotoGP auch ganz anders vorgestellt. Ja, was soll ich sagen? Das Motorrad ist nicht mehr entwickelt, so wirklich. Ja, ich habe da jetzt auch nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Und trotzdem gewinnen wir hier so ein Rennen. Das haben wir, glaube ich, selbst in der Moto 2 nicht geschafft mit einem nicht entwickelten Motorrad. In der Moto 3 haben wir sowieso nicht geschafft, weil da hatten wir noch dieses Problem mit der Lenkhilfe, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, jetzt schaffen wir das Ganze hier mit einem nicht entwickelten Motorrad. Einfach mal so, ich kann theoretisch fahren, wie ich will. Ich bin schon mehrmals gestürzt, ohne dass ich die Rückblende gezogen habe. Und trotzdem fahre ich den anderen hier davon. Das Motorrad hat einen Schlag jetzt schon weg von den Stürzen. Ich kann mich hier verbremsen, so wie jetzt hier zum Beispiel, das macht rein gar nichts. Dann fahre ich einfach ein bisschen langsamer in die Kurve und schon kommen die KI so ein bisschen dran, aber dann war es das auch schon. Ja, im Grunde hier leider nichts Gefährliches und gerade bin ich auch sehr frustriert darüber. Ich glaube, man hört es auch aus meiner Stimme deutlich raus, dass ich nicht gerade happy bin über die ganze Situation. Aber gut, was will man machen? Ich kann da nichts für, klar, ich kann es verstehen, wenn ihr negative Kommentare oder negative Bewertungen da lasst, aber bitte denkt immer daran oder habt im Hinterkopf, das ist wirklich nicht meine Schuld, sondern es liegt wirklich ganz allein an der Programmierung von Milestone. Da kann man wirklich nur ganz, ganz fett bemängeln. Weil wenn ich mir mal überlege, die spielen ihr Spiel ja dann auch selber bestimmt und die werden irgendwann auch, ja, wenn sie sich dafür interessieren. Ne? Es kann ja sein, dass sie das Spiel, dass man Programmierer ist, aber man sich nicht so krass fürs Zocken selber interessiert. Das gibt es natürlich auch, keine Frage. Aber wenn man dann das Spiel auch als Programmierer da raus hat, müsste einem sowas eigentlich auffallen und mal auf die Idee bringen. Jetzt zum Beispiel hier, wenn diese Strecke getestet wurde, ist das überhaupt keinem aufgefallen? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da keinem aufgefallen ist, dass da die KI so schlecht ist. Ja, und deswegen gewinnen wir hier dieses Rennen. Da bin ich auch nicht stolz drauf. Da kann ich mich auch nicht drüber freuen. Was soll ich sagen? Es ist schade. Ja, wir haben gewonnen. Was soll ich sagen? Ich bin gerade ein bisschen angepisst von dieser Sache. Aber gut, Projekt geht trotzdem weiter. Keine Angst. Ja, aua. Oh, jetzt habe ich mir voll das Mikrofon ins Gesicht gekloppt. Ja, hier nochmal ein paar Bilder. Ich glaube, das reicht sogar schon. Ich will gar nichts davon mehr sehen, weil die KI hier so schlecht unterwegs ist. Das sieht sicher nicht gut aus. Ja, wir gewinnen das Rennen hier 16 Minuten. Also wenn ich mir überlege, dass wir nochmal länger gefahren werden, ist das schon heftig. Dani Pedrosa und Valentino Rossi auf dem Podest mit mir. Mein Teamkollege einmal auf der 11 und einmal auf der 12, so wie beim letzten Mal, also auch wieder sehr, sehr statisch eigentlich. Jetzt sind wir in der WM-Tabelle auf der 3, da dürften wir eigentlich auch nicht stehen, aber gut. Ja, was soll ich sagen, ich gehe mal weiter. Das nächste Rennen müsste eigentlich das in Jerez sein, wenn ich mich nicht irre, oder es geht halt nach Argentinien. Da bin ich mir jetzt gerade aber nicht sicher, ja, das würde ich auch sehr gerne jetzt wegdrücken direkt. Ja, 16,5 Minuten ging das Rennen. Ja, wie gesagt, kann man jetzt so und so sehen, das Ganze. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen angepisst. Ihr hört es, ich finde es schade eigentlich. Ja, das nächste Rennen, wie gesagt, in Argentinien, da dürfte es wieder spannender werden. Da freue ich mich schon wieder ein bisschen mehr drauf. Jetzt gleich knall ich mich erstmal ins Bett, ich bin am Arsch. Ich bin fertig, ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Ansonsten würde ich sagen,
Ich bin, ach, schönes Wochenende. Wir haben ja schon Montag, ne? Wenn ich das jetzt hier veröffentliche. Ja, könnt ihr mal sehen. So bescheuert bin ich schon. So bescheuert bin ich schon. Dero ist bescheuert. Ansonsten würde ich sagen, ich bin raus. Euer Dero. Macht's gut. Bis dann. Ciao.